Noch. Na gut. Ja, soweit ganz gut. Kann ich meckern. Einst bestandest du aus zwei Teilen derselben Seele. Wohin hat dich das gebracht? Ins Irrenhaus? Danke. Das ist auch gut, der Hino. Lecker. Das ist doch ein Kleid für die Sakura, oder? Du stehst auch auf sowas. Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Aal aus der Isis. Und erst der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss ich seine Abendvisite noch sehr verbessern. Die Sakura wollte, die Hino wollte das Kleid ja in dunkel haben, in schwarz. Und deswegen, das Kleid haben wir aber aktuell nicht in schwarz. Geht, ouch. Von daher muss ich halt das Kleidchen der Sakura andrehen. In der Hoffnung, dass ihr das Rot gefällt. Ist das eine riesige Zunge? Boah. Boah. Lila. Ja, ist auch okay. Ist alles eigentlich ganz gut. Ich mag diese Kleidchen sowieso. Viel besser als diese Dingsbums. Viel besser als diese, was nicht. Ich mag so ein schönes, langes Kleid mit einer Schleife dran. Viel mehr als sämtliche Mini-Rocks, wo man was weiß ich alles sieht. Nee. Lieber so einen schönen, anständigen. Oh, wieder ein Redundarraum. What? Oh, ja. So wehrt man übrigens Verehrer ab. Muss ich das schaffen? Ich will mir die Zähne noch krallen. Weil ich natürlich alle Upgrades haben will. Das auf jeden Fall. Du hast übrigens heute eine richtig geile Premiere verpasst. Ich hoffe, ihr habt die nachgeguckt, Sakura und Hino. Justin und ich, wir haben die uns größtenteils alleine angesehen. Von Hellblade: Senua's Sacrifice. The Last Part. Der war einfach super. Müsst ihr machen. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also Justin kann es bestimmt bestätigen. Zwischendurch hatten wir mal drei Zuschauer, aber nicht so viele. Also war schon geil. Auf jeden Fall auch der Endkampf, der, ich muss ganz ehrlich sagen, da musste ich das Unterhemd nach dem Wechseln, Let's Play wechseln. Aber dazu ist auch gesagt, ich habe halt auch schon 2 oder 3 Stunden aufgenommen. Das bedeutet, die letzten 4 Parts waren eine Aufnahmesession bei Hellblade: Senua's Sacrifice. Und, boah, der Endkampf, da muss man erstmal drauf kommen. Ich werde jetzt nicht weiter dazu erzählen. Ich werde einfach nur sagen, wie ich mich als Let's Player so gefühlt habe dabei. Ich habe auch nicht ganz so viel gequatscht diesbezüglich, weil es einfach eine richtig geile Atmo war. Deswegen, ja, ich war da klitschnass geschwitzt. Und der Endkampf, der hat nicht unbedingt, der hat sein Bestes dazu gemacht. Alter, mir war danach so kalt. Wirklich, mein Unterhemd war klitschnass, als hätte ich damit Sport gemacht. Das T-Shirt habe ich dann auch gleich, also das Hemd habe ich dann auch gleich gewechselt. Wenn ich längere Aufnahmesessions trage, mache, das ist jetzt so ein kleiner Funfact für mich. Wenn ich zum Beispiel längere Streams mache oder längere Aufnahmesessions mache, dann bin ich wirklich... Richtig. Was?
Das war doch falsch. Na gut. Dann ziehe ich mir immer was Ordentliches an. Ich kann irgendwie so im Unterhemd. Es ist ein super Spiel. Und Bobisch, ich musste halt, ich bin da drauf gekommen, weil du halt gerade geschrieben hast, die Alice ist halt schon eine Powerfrau. Da muss ich dir halt sagen, guck dir wirklich. Es sind 8 Videos, das sind ungefähr so 8 Stunden, wenn du dir das am Stück reinziehst, mit Endscreen natürlich. Aber Hellblade: Senua's Sacrifice ist wirklich eine krasse Powerfrau. Ich glaube, im letzten Part habe ich auch gesagt, ich glaube, da war Justin kurz AFK, habe ich auch gesagt, so eine Senua, die Senua selbst sieht jetzt optisch jetzt nicht so hübsch aus, ja, ist jetzt nicht so eine geile Braut. Aber was habe ich gesagt? Würde mir die Senua viel lieber, so eine Senua, dreimal lieber wünschen als sämtliche Tussen aus Germany's Next Topmodel. Das war so der Hammer. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Auch die Musik. Dazu kann ich halt nur sagen, ich fand den Endkampf von der Musik her so geil, dass ich mir wirklich nach dem Let's Play auf Steam nochmal für knapp 6 Euro den Soundtrack gekauft habe und habe mir das Ding auf meinen MP3-Player gepostet. Und da muss ich sagen, hat sich gelohnt. What? Warte mal, das kann doch nicht alles sein. Hier. Und also ist wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr bis jetzt immer dabei wart. Bei der ersten Premiere warst du dabei, okay. Aber muss dir ganz ehrlich sagen, guckt dir das komplett an. Falls nicht geschehen, komplett. Und wenn, auf jeden Fall der letzte Part. Geht auch nur 40 Minuten. Davon ist 10 Minuten gequatscht. Das heißt, kann der Justin bestätigen, ich wollte nicht, dass das Spiel aufhört. Das merkst du bei manchen Sachen einfach. Ich wollte nicht, dass das Spiel aufhört. Und ich habe die kompletten Credits über nur Dankesreden gesagt und gesagt, wie toll das ist und super und... Hast du nicht gesehen? Es war einfach wunderbar. Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben. Die Schmerzhaften sollten wir auslöschen. Also, das war einfach, ist einfach schön. Sehr, sehr schönes Spiel. What? Muss ich hier hoch? Nee, ich muss hier runter. Ah. Und ja, auf jeden Fall, der letzte Kampf war einfach der Hammer. Vor allem, weil der so unerwartet war. Und der Soundtrack dazu war auch einfach super. Oh, die Roten sind ein bisschen stärker. Yo. Hey, ich finde es einfach geil, mit dem Steckenpferd da rumzuhauen. Generell habe ich ja schon mal gesagt, ne, dass ich Spiele sehr mag, die innovative Waffen haben. Also nicht einfach nur irgendwie Maschinengewehr und ein Schwert und sonst was. Was mir bei Hellblade: Senua's Sacrifice so gefallen hat, ein sehr knackiges, schönes Kampfsystem. Schon ein bisschen arg schwer, aber an sich sehr geil. Aber diese Rätsel, diese Abwechslung waren halt wunderbar. Schöne Geschichte. Vor allem der Sound war sehr innovativ, weil der halt wirklich einen 3D-Sound hatte. Das bedeutet, mit Kopfhörer musst du dir das anhören, sonst hat es echt alles... Meh. Und auf jeden Fall habe ich so viel gequatscht in dem Endscreen. Kleiner Spoiler. Kein großer Spoiler-Alarm. Habe ich bei Head in Time auch gemacht. Part 25, da habe ich auch über die Crimson Credits viele Sachen zu dem Spiel gesagt. Die sieht aus wie ich, nur gruselig. Ich hatte jemand anderen erwartet.
Beauty and Beast. Deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest, nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Nee, Part 25 hast du noch nicht gesehen, weil der noch nicht freigeschaltet wird, Sakura. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen Gefühls. 24 sollte eigentlich auch nicht gesehen werden. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Sekunde, wo hab ich denn meinen Jimmy-Planer? Ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich verloren. Also, Head in Time müsste eigentlich am... Du verstehst das Muster der Zerstörung. 22, Part 22 ist heute rausgekommen. Alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun... Nee, warte. Das ist schon nächste Woche. 18 müsste heute rausgekommen sein. Heute war Part Nummer 18, genau. Ich habe ihn aufs Gleis gesetzt. Ich kann ihn stoppen. Donnerstag, Freitag, 19:20. Ich bin verrückt. Hab meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig, nicht schuldig. Der letzte Part kommt am 13. März, Freitag der 13. Aber es gibt mehr. Dein Blick verdeckt eine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich suchst, klammert dich aus, weil du die Augen vor dem verschließt, was dich umgeht. Von der will ich aber keinen Blowjob kriegen. Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenn hat er nicht gesagt. In diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen. Auch ein Zungenkuss würde ich mit der. Hart, aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Hutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber. Und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss Mampf, es. Mampf. Oh, das machst du schön. Lecker Wiener Würstchen. Ja, das war's. Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Was? Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur In Seite. Der Tat, Doktor. Das war geboten, ganz sicher. Ihr könnt doch der nicht die Haare abschneiden. Es ist sehr heiß hier drin. Ich meine... vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert, Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz. Wie die läuft. Oh, ist... Och nein. 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 Das hat die Alice nicht verdient. Nee. Warum darf der seine Haare behalten und ich... Was? What? Warum darf der seine Haare behalten und ich nicht? Habt ihr das eben auch gesehen? Der hat sich auch eben... das ist eine Puppe... Was? Warum ist da... Blut und hier geht's hoch und hier geht's rein. What? Wie? Trepanation. What? Never. Können doch der Alice die schönen Haare nicht abschneiden. Ihr
Ihr Missgestalten, ihr... What have you done? That's cruel. Ruhe bitte. Ja, ich glaube nicht, dass die Leute eine andere... Wenn das nicht, du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Jo, es ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend. Aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich dein Gejammer darüber. What? Die haben hier echt eine Lobotomie bei der gemacht. Und ja, in dem Alter, wo das, in dem Zeitalter, wo das spielt, wurde im Irrenhaus so eine Lobotomie gemacht, weil man glaubte, dass man Psychosen so behandelt. Das ist schon realitätsnah, traurigerweise. Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Aderlass lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde, aber ich bin am Ende meiner Kraft und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckersdutzen, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, wo es weh tut. What? Also die haben ja alles überall am Körper, wahrscheinlich die... Blutegel angesetzt. Eklig. Ich weiß, wo es weh tut. Solche notgeilen Drecksäcke legen. Ich weiß. Wo ist nochmal oben und wo unten? Ich wollte sagen... Ein Gebet aufsagen? Unterbrich mich nicht. Wenn ich nicht... Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Das bist du, aber was bin ich? Ich gebe dir... Ein Geschenk, aber ich habe nichts für dich. Alter, ich gebe euch gleich einen Tritt in die Nüsse, ihr Penner. Hinter euer Gnaden. Nur ein Schnösel, ein Schnörkel, die Katze, Feline, Feldidee. Was für eine Katze? Wo? Ist der Fuchs bei den Täubchen? Und wer weiß, wo der die Blutegel angesetzt hat, ey, diese hässlichen. Bäh. Komm jetzt, Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind, lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du arbeitest ja auch im Bordell. Vernünftig, aber der Schein kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir gut tun. Ist klar, Drecksäcke. Die einzigen Freunde, die Alice hat, weißt du? Der eine Doktor will, dass die Alice alles vergisst. Wahrscheinlich, weil er das Feuer gelegt hat. Irgendwas hat er damit zu tun. Die Erinnerungen sind ja einigermaßen zusammen. Und dann so eine Scheiße. Das ist unglaublich. Und siebtens, Alter. Nein, weil nicht zu viel... What? Weil nicht so... Hä? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Was wohl passiert, wenn ich hier weiterlaufe? Achso, okay. Ich muss hier von... Laterne zu Laterne laufen. Auf jeden Fall haben die damit bestimmt irgendwas zu tun. Die wollen theoretisch eigentlich nur
Loch ins Hirn machen, um da Luft reinzubekommen. Also von daher, ja, ist schon strange. Hilfe, Alice! Wir brauchen deine Hilfe! Verlass uns nicht! Schon wieder! Übergeh uns nicht! Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Alter Schwede. Und ja, da hat der Blub recht. Kleidchen ist auch nicht schlecht. Stimmt, da war ja was. So, jetzt pust mal wieder unter dein Röckchen, Alice. Mit frisch, ne? Oh, dieser Mist. Diese Welt mag ich nicht so wirklich. Nee, mittlerweile weiß man, woran Kopfschmerzen und solche Sachen besser zu behandeln sind. Früher hat man halt gedacht, da ging man halt nach Gefühl. Das bedeutet, du hattest Kopfschmerzen, Druck im Kopf und hat man gedacht, okay, der Kopf hat halt keine Äußerung, das ist halt wirklich so ein Druck, der weg muss. Das hat man halt wortwörtlich gemeint. Hier zum Beispiel ist es ja eher so, weiß man, dass halt Blutkreislauf, Vitamin C-Mangel inklusive so Sachen wie zum Beispiel Blutzirkulation etc., dass da alles mitspielt. Warte mal, lass mich mal überlegen. Hier kam ich... Hä? Oh, John, bin ich verwirrt. Warte mal, von da kam ich. Aber ich will da oben links hin. Wenn das denn möglich ist. Ach Mist. Ja, so war das damals, ne? Traurig, aber wahr. Aber die Menschen wussten es halt damals nicht besser. So ist es einfach. Das ist jetzt tricky. Ist jetzt die Frage. So, jetzt noch hier oben. Schaffe ich das? Ist das, ne? Okay, das schafft man so nicht. Oh, ich bin doch echt zu blöd. Was ist denn los? Wird wirklich Zeit, dass ich das Game mal wechsle. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Könnte natürlich auch dahin, darüber. Ich muss irgendwie da hochkommen. Die Frage ist, wie? Ist hier irgendwas? Nee, ne? Muss ich das schnell genug machen?
Ja, super. Wusste doch, dass es klappt. Was sind das? Okay, ja, wo geht's rüber? Was geliebte Spielzeuge den Kindern, sind Kinder oft den Erwachsenen. Objekte der Eitelkeit und Projektion, die man irgendwann wegwirft. Aber rette uns. Okay, ich versuch's. Die Frage ist, wo muss ich hin? Ich wusste, dass dieses Spiel, dieses Level noch kommt. Ich finde das so grausam. So, was haben wir denn hier? Dieser Kura ist weg. Gut, bin gleich wieder da. Bei mir spinnt das Internet. Okay. Alles klar, ansonsten. Bist wieder. Hab's gerade gesehen. Als ich das gelesen habe, kam gerade die Dingsbums. Kam gerade die Nachricht, dass es mehr Zuschauer sind. Wo ist eigentlich diejenige, die mich hostet? Oder derjenige? Da war doch auch noch jemand da. Kann ich mir Waffen kaufen? Ja. Boah, ist natürlich eine Menge. Ich bin halt noch am Fragen. Ich glaube, ich mache es wirklich so, dass ich, bevor es hier weitergeht, würde ich gerne nochmal zurückgehen. Weil da drüben gibt es noch was. Dass wir sagen, okay, wir verabreden uns vielleicht über Discord oder über YouTube. Und stream ab sofort nur noch über Dingsbums, über Twitch. Weil erstens muss ich ganz ehrlich sagen, die Zusatzoptionen, die Twitch mit OBS verbindet, sind einfach viel besser als von YouTube. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich OBS zum Stream benutze, über Twitch, habe ich zum Beispiel ein kleines Fenster, wo ich meine Stream-Einstellung machen kann. Und ich kann auch den, wie heißt's, den Chat benutzen. Das bedeutet, ich brauche jetzt kein extra Fenster mehr oder keine extra App mehr, um mir den Chat anzeigen zu lassen, um mit euch zu chatten und zu sehen, was ich schreibe. Das kann ich einzig und allein... Ich hab dich gehört, Schweineschnauze. Das kann ich einzig und allein über OBS machen. Auch der Zuschauer-Counter, der funktioniert über Twitch noch und über leider Gottes über Dingsbums nicht mehr. Oben rechts seht ihr ja Zuschauer und Follower. Das funktioniert mit YouTube nicht mehr. Die haben da irgendwas geändert in der letzten Zeit. Und dementsprechend ändert sich da einfach, ja, was soll ich da sagen? Da kann man halt einfach, über Twitch funktioniert es, über YouTube halt nicht mehr. Das ist halt der große Unterschied. Deswegen Streams über Twitch wären vielleicht schon ganz nice. Auf der anderen Seite, jetzt kommt aber nicht nur Positives, sondern etwas Negatives. Mein anderes Stream-Programm, was weniger Ressourcen frisst als OBS, auch nur minimal, aber trotzdem, zum Beispiel was? Tabberwork. Zum Beispiel Shadowplay benutze ich auch ab und zu. Das funktioniert mit Twitch leider nicht. Dann ist die überlassen durch... Dadurch, dass man... Ja, das ist halt einfach so, weil Twitch ist einfach, ja, hat einfach mehr Optionen. Suche und du wirst finden, sagt man. Aber was du finden wirst, sagen sie nicht. Erstens, du kannst halt, wie gesagt, über Twitch mehrere Sachen machen. OBS hat viel mehr Input.
Und zweitens, hier solche Gimmicks wie zum Beispiel Counterzähler und so ein Scheiß funktioniert. Das funktioniert halt leider bei anderen Sachen nicht. Und jetzt kommt das große, jetzt kommt noch ein Änderungsding. YouTube ist halt, was Streaming angeht, nicht ganz so geil. Weil erstens hatte der Justin auch schon manchmal das Problem, dass ihm gar nicht angezeigt wurde, dass ich gestreamt habe. Das bedeutet, YouTube hat es gar nicht geschafft, allen Leuten eine Dingsbums zu geben. Eine Benachrichtigung. Drecksack. Deswegen ist das alles so ein bisschen schwierig. Und du hast halt bei YouTube nicht so ein schönes Overlay. Bei YouTube kannst du viele Sachen nicht mehr mit reinbringen. Andersrum, bei Twitch kannst du viele Sachen einfach mehr mit reinbringen. What? Meine Spielzeuge sahen übrigens auch so aus. Die Labilen sind mehr als nur verrückt. Sie haben auch andere Seiten. Der Puppenmacher wird sie dessen berauben, was von ihren kranken Seelen noch übrig ist. Sie brauchen Hilfe. Ich weiß um den Schmerz. Ich würde helfen. Aber muss man dafür geistig gesund sein? Ein gewisses Maß schon. Du bist nicht verrückt genug, um abgelehnt zu werden. Du bist wie sie, irgendwie. Aber du bist nicht sie. Ich sollte nicht uns sagen, weil ich sie bin. Aber du gehst deinen Weg. Der Weg ist vorgezeichnet. What? Ich glaube, ich kenne diesen Weg und mir wäre wirklich lieber, ihn nicht weiterzugehen. Hierher, ihr Schwachköpfe! Reit mit euch! What? What? Ich will spielen! Liebe mich! Alles klar, das ist also die Polly Pocket, die sauerweise vergessen wurde. Das war ein Bäuerchen. Yay, Nacktei. Aua! Du Lümmel! Und jetzt gibt's erstmal Fett auf den Boppes. Aua! Tja. Wer kennt eigentlich noch Polly Pocket von euch? Also, ich hab's nicht gespielt. Doch. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe nie Polly Pocket gespielt. Ich hab's mit meiner Cousine schon oft gespielt. Wer kennt das eigentlich noch, ne? Sakura, du kennst es bestimmt. Focus. Where are you? I'm trapped in my past. Come now, Alice. It's only a dream. It's not a dream, it's a memory. Oh, my wonderland's shattered. Work.